So, damit ein herzliches Willkommen zurück bei dem nächsten Part von der Pokémon Champions League auf unserem Kanal hier. Und heute werden wir den Kampf zwischen Quetrix und Nexus sehen. Einfach weil, ja, Felix und Mauzi ihren Kampf noch nicht eingeschickt haben. Deswegen werden wir heute Gruppe B als erstes sehen. Und ja, was haben wir denn heute alles so Schönes vor uns? Genau, heute haben wir auf Quetrix Seite ein Victini, ein Boreos T, ein Chanera, Lashuking, Tangulos und Fernontor. Und auf Nexus Seite haben wir ein Hariyama, das gute Gurgeist XL wahrscheinlich. Dann, ja, Porygon 2, Rabigator, Bisaflor und Glurak Y. Und ich muss mal langsam mir die Musik leiser stellen, das ist mir... Ich höre mich kaum so. Besser. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Wir werden jetzt einfach mal, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, auf die Slow-Version gehen, um den Replay zu starten. Aber bevor wir anfangen, gucken wir uns doch erstmal mal die Teams genau an. Und ja, versuchen mal so eine kleine Analyse zu geben. Also, bei Quetrix sehen wir auf jeden Fall Fernontor. Fernontor macht hier, einen guten Job auf jeden Fall. Ja, auf Rabigator sind die Eisattacken sehr effektiv, auf Gurgel sind die Eisattacken sehr effektiv, auf Bisaflor sind die Eisattacken sehr effektiv. Also hat er schon mal insgesamt drei Pokémon, die er sehr effektiv treffen kann. Mit der stärksten Explosion im Spiel, nämlich der Eisexplosion, kann es Porygon 2 ebenfalls guten Damage drücken, eventuell sogar One-Hitten. Na, wobei, nee, durch den Evoliten, wenn es richtig eingestellt ist, könnte das sogar sein, dass es überlebt. Wir wissen ja alle, wie P2 ist, ne? Es ist bulky as fuck. Aber eine Explosion tut auf jeden Fall bestimmt sehr weh. Klar, gegen Glurak kannst du nicht viel anrichten. Glurak ist, glaube ich, sogar schneller als Fernontor, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja. Und dann haben wir noch Hariyama. Hariyama mit Speckschicht zum Beispiel würde es ganz gut abfangen. Also Fernontor macht hier auf jeden Fall heute wahrscheinlich einen guten Job heute hier machen. Und darf definitiv nicht zu früh vom Spielfeld gehen. Ich habe schon wieder meine Maus umgedreht. Dann Tangulos. Tangulos und Lashuking werden wahrscheinlich hier die Balls bilden. Tangulos ist gut gegen Pumpkin, um halt die Nägeldarm abzufangen. Oder das Schlafpuder von dieser Flor. Wobei, wenn der Glurak wieder mit dabei hat, wird es wahrscheinlich offensiv sein, also mit dem Wachstum. Chanera kann Tarnstein mittlerweile oder so. Konnte sie, glaube ich, die ganze Zeit schon sagen. Ist ja okay. So, und bin mal gespannt, ob er auf Chanera die Tarnsteine spielen wird, weil Murat ist schon sehr anfällig auf die Tarnsteine. Und da bin ich mal gespannt. Rabigato wird aber ebenfalls so ein Tarnstein-Setupper sein. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir auf jeden Fall noch Boreos T. Boreos T kann hier sowieso immer guten Druck eigentlich aufbauen. Ebenfalls hat es hier vier Monster, die sehr effektiv sind. Bin ich doch dumm? Nee, doch. Fokusstoß. Ich hab den Fokusstoß vergessen. Sogar fünf Pokémon, die es sehr effektiv treffen kann. Es kann halt Pumpkin sehr effektiv treffen. Es kann Hariyama sehr effektiv treffen. Porygon kann sehr effektiv treffen. Rabigator kann sehr effektiv treffen und dieser Flor kann sehr effektiv treffen. Das Einzige, was es halt nicht sehr effektiv trifft, ist und bleibt Glurak, solange er halt kein Steinhagel. Wobei es auch ein Steinhagel natürlich wissen kann, wenn es natürlich nichts gespielt wird, dann ist auch Glurak am Arsch. So, und dann haben wir noch Victini. Victini mit dem Balban sehr wahrscheinlich und sowieso mal ganz gut Druck aufbauen können. Besonders in der Sonne will man es halt nicht. Unbedingt gerne haben mit kommen wir erstmal zur Nexus-Seite. Nexus-Seite sieht da ein bisschen problematischer für mich aus, finde ich. Hariyama macht zwar einen guten Job gegen Chanera und Fernontor, aber das war dann halt auch eigentlich
Laschen. Okay, Moment, gegen Lasho King. Lasho King darf ich nicht vergessen. Lasho King mit Abschlag, das wird ebenfalls sehr wehtun und kann sogar schon reichen für den Knockout. Knockout. Pumpkin. Ich weiß nicht so genau, was es machen will. Vielleicht in den Schlafbruder abzufangen. Vielleicht hat er mit was anderem gerechnet, denke ich mal. Pichu, eigentlich mal eine gute Wahl. Mal sehen, dass ich hier angerichtet wird. Barbie wahrscheinlich als Karstein-Set, aber oder als Hochmut-Set. So Kurzgeber, dieser Flor, der wahrscheinlich mit dem Chlorophyll und dem Wachstum und halt Lora gibt wieder für die Sonne. Gut. Dieser Flor kann auf jeden Fall ein Threat werden, wenn es halt aufsetzen kann mit dem Wachstum. Und ja, wollen wir doch mal lange nicht reden. Wir haben quasi nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nur noch eine halbe Stunde, bis das Video hier online sein muss. Deswegen starten wir also einfach mal in den Kampf und Kretrix startet mit Fernontor und Nexo mit seinem Ravigator. Fernontor geht jetzt erst einmal in die Mega-Entwicklung und setzt auf jeden Fall Return ein. Das ist super effektiv, sehr effektiv und nimmt dieses Ravigator raus. Wir haben gesehen, Ravigator hatte kein Bedrohung, also war es die Hochmut-Variante. Jetzt kommt Besucher raus, bringt die Sonne, wollte den Feuersturm droppen, trifft daneben und Jensi steht da jetzt mittlerweile für Fernontor und fängt es einfach ab. Und jetzt kommen die Stabrocks, wie ich schon anfangs gesagt habe, aber das ist auch natürlich die Situation für Yellowstasi aufzusetzen. Aber hier ist die Überraschung. Chancy kommt mit dem Icy Wind. Und das ist eine sehr gute Idee, weil Chlorophyll macht, glaube ich, auch kurz zwei den Endes. Und durch einen Icy Wind kann ich ihn halt wieder runterdroppen. Somit ist halt dieser Floor wieder halt, ja. So wie es eigentlich am Anfang war, es hat nur noch einen Angriff. Und jetzt ist es halt wieder massiv langsam. Es reicht aber immer noch um natürlich Chancy zu obsiegen. Es macht guten Schaden durch den Nebenorb, toxinisiert Chancy sogar, aber Chancy hat ja innere Kraft, wodurch es durch den Austausch also Toxin wieder verliert. Bringt nochmal ein Seismic-Toss, um Yellow ein bisschen zu chippen. Jetzt kommt die Slashbomb auf plus 2 und wird leider auf Furious T hochgehauen und es tut weh. Es tut weh. So. Jetzt kommt der Aerial Ace. Aerial Ace macht nicht viel, das ist wahrscheinlich wirklich nix. Superpower kommt, Superpower macht aber nicht genug. Und jetzt kann Porygon ist nicht rausnehmen, weil er auf Substitute geht. Warum geht er auf Substitute? Warum geht er nicht einfach auf den anderen? Nein! Egal, gut, jetzt kann es halt rauswechseln und Sherry kommt dann, also Porygon T kommt dann mit dem Aerial Ace. Macht nicht mehr allzu viel, weil er den Offensive Drop hat. Jetzt kommt der Steinnagel. Lasho King tankt es zwar, aber auch nicht so pralle. Pulpurbeere ist es die Beere gegen Geister-Pokémon? Ich glaube ja. Psycho-Shock bringt hier rein gar nichts, weil Pumpkin ist physisch definitiv ein Monster und nicht physisch. Ja, nicht speziell. Speziell wird es aber trotzdem immer gespielt. Toxin kommt, aber Delegator war schon vorher da. Ui, jetzt kommt die Synthese. Pumpkin heilt sich wieder auf. Slack-Off kommt. Was wird jetzt passieren? Kommt jetzt die Pflanzenattacke? Ich vermute mal. Toxic! Okay! Scald kommt. Scald macht aber nicht genug Damage und wird den Delegator nie im Leben brechen. Und die Toxic fängt an zu ticken. Jetzt wird aber natürlich rausgewechselt. Lasho King mit Belebekraft. Immer wieder super. Hat den Shadow Ball sehr wahrscheinlich predicted, denke ich mal. Jetzt kommt wieder die Toxic, aber Toxic haben wir ja gerade bei Shenzi gesehen. Ist es ihm egal? Ist Softball sich einfach und geht wahrscheinlich gleich wieder raus. Mehr Bauer sollte auch eigentlich nicht machen. Shadow Ball. Okay, gut. Mind Games. Icy Wind. Icy Wind reicht, um den ja, Substitute zu brechen. Wird rausgeholt. Jetzt kommt dann Hariyama natürlich wieder rein, um den Icy Wind zu droppen. Hier sehen wir auch sehr schön die Speckschicht. Und Toxic fängt an zu wirken. Jetzt wird wieder rausgeholt, Natural Cure. Und hier kommt ein Lasho King wieder rein. Lasho King tankt ebenfalls wieder die Rock Slide. Hat aber nicht mal das Toxic mit am Hals. Setzt Gold ein. Es reicht nicht, aber es burnt. Und das ist sau wichtig. Und dadurch, dass wir ja die Speckschicht gesehen haben, yep, wird jetzt der Steinhagel natürlich nichts mehr machen. Und wir haben immer noch Belebekraft bei Lasho King. Deswegen kann jetzt Tangolos easy peasy reinkommen. Einfach mal so tanken. 10% das ist zwar immer noch relativ okayer Schaden, aber
voll defensives mit dem Björn, aber naja. Da ich das nächste aber auch keine Hazard Control hat, treffe ich jetzt die Tankstelle extrem hart. Substitute. Oh mein Gott. Das ganze Team von Nexus mit Substitute versehen, oder? Oh Gott, nein. Antikraft und er kriegt den Boost. Autsch. Und das Ruhrort eventuell, nein, aber der Fireblast. Der Fireblast reicht aber nicht auf Plus 1, um es zu töten. Und Shenzi nimmt dieses verdammte Glurak raus. Jetzt kommt dieser Floor, kann Shenzi rausnehmen mit dem, ja, mit dem Sludgebomb. Kriegt natürlich auch noch Tarnstein-Damage. Und jetzt kommt, ja, Fernando wieder rein und Fernando wird jetzt kein Problem mehr haben. Ice Shard wird aufrecken, um dieser Floor locker rauszunehmen. Porygon 2 hat kaum noch HP und wirklich ein, ja, um eine Eisattacke von Fernando zu überleben. Double Edge kommt, Double Edge nimmt Porygon 2 raus und damit ist das, glaube ich, schon quasi das GG für Quetrix. Er besiegt Nexu wunderbar mit einem 5:0. Sehr wahrscheinlich. Er bringt nochmal sein Victini. Victini wird zwar sehr effektiv getroffen, aber er wollte Victini wahrscheinlich nochmal den Kill gönnen. V-Create kommt, V-Create nimmt es raus. Und damit ist der Kampf beendet und Quetrix gewinnt 5:0 gegen Nexu. Ja, gut. Urspannend war es jetzt nicht. Es war halt viel gewechselt, viel Substitutes, die umgangen werden mussten. Kurz gesagt, es war ein gutes Battle. Quetrix hat sich gut geschlagen, hat sich gut vorbereitet und hat verdient gewonnen. Und für Nexo sieht es jetzt halt ziemlich schlecht aus. Weil ich glaube, den ersten Kampf hat er gegen Yato gewonnen, genau. Dann nehme ich das wieder zurück, mit dem sehr schlecht. Das gleicht das halt alles wieder so ein kleines bisschen aus. Quetrix hat ja, glaube ich, war das mit dem ersten Kampf, den konnte er ja nicht machen, weil Ninja ja nicht da ist. Sprich, der Kampf ist ja noch offen, er wird in der Woche nachgeholt. Und wird dann halt zeitnah ebenfalls hochgeladen. Als kleiner Reboot zur Spielzeit einfach einmal. Und ja. abschließend noch zu sagen, für Nexo geht es jetzt halt nochmal in die spannende Phase. Er muss jetzt gegen hoffen, dass Quetrix gegen Ninja verliert und Ninja halt komplett gefühlt wird, quasi. Mit dem ersten Platz. Für Yato sieht es momentan jetzt wieder dadurch besser aus, als Nexo verloren hat, er immer noch wieder eine Chance, den zweiten Platz zu kommen. Muss dann halt aber nur an Quetrix und Ninja noch vorbei. Und Ninja hat ja natürlich noch nicht gekämpft, deswegen ist er momentan auf dem letzten Platz. Das ist klar. Und ja, es wird auf jeden Fall noch spannend in der Liga werden. Ich bin mal gespannt, wer sich denn die ersten beiden Plätze schnappen wird. Wird es Yato sein? Wird es Nexo sein? Kann es Quetrix reißen? Oder wird es Ninja sein? Gut, ich verabschiede mich von euch von diesem Kampf. Wir sehen uns im nächsten Kampf wieder, wenn es dann auf einmal heißt Tyson ist dran. Denn solange ich halt den Kampf mit Felix nicht habe, zwischen Felix und Rossi nicht habe, wird er auch nicht hochgeladen. Und so, im nächsten Kampf sehen wir dann Blackie gegen Tyson. Ich freue mich schon. Wir sehen uns im nächsten Kampf wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.